Heute steht das Thema Sicherheit im Mittelpunkt. Sie wissen, dass bei uns in Niederösterreich das Thema Sicherheit großgeschrieben wird und dass wir in Niederösterreich eine große Sicherheitsfamilie haben. Zum Ersten haben wir uns darauf verständigt, dass wir uns natürlich zu diesem Thema auch in Zukunft intensiv auseinandersetzen und uns weiter gemeinsam vorbereiten auf den Worst Case. Was die Zusammenarbeit betrifft, gibt es die 3K-Regelung, Köpfe kennen in der Krise. Die 3K-Regel ist letztendlich auch die Grundlage dafür, dass diese Zusammenarbeit bestens funktioniert. Denn wenn man sich untereinander kennt, die Führungspersönlichkeiten kennt, dann funktioniert auch die Zusammenarbeit, dann funktioniert auch die Kommunikation. Das heißt, diese 3Ks sind die Basis für den zukünftigen weiteren Erfolg und dass diese Zusammenarbeit im Sinne der 3Ks so gelebt wird, dafür auch ein herzliches Dankeschön. Zum Zweiten haben wir vereinbart, dass wir seitens des Landes Niederösterreichs das behördliche Krisen- und Katastrophenmanagement weiterhin ausbauen werden, um eben im Ernstfall noch rascher reagieren zu können. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nun bin ich auch schon im Bereich der Bedrohungen, was die Cyberkriminalität betrifft. Wir haben uns darauf vereinbart, dass wir über diese Maßnahmen, die ich Ihnen berichtet habe, dass wir uns darüber hinaus auch regelmäßig treffen, um dieses Thema Cybersicherheit, Cyberkriminalität in den Mittelpunkt zu stellen. Das nächste Treffen soll bereits im Herbst 2018 stattfinden, wo vor allem mein Stellvertreter Stefan Bärenkopf die Vorbereitungsarbeiten übernimmt. In diesem Sinne sage ich ein herzliches Dankeschön für diese wirklich konstruktive Runde und freue mich auf den nächsten Sicherheitsgipfel im Herbst.